Herzlich willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es um 10 Sparpläne, die ich jetzt neu starten werde. Und wir starten das Video nochmal mit der Tabelle aus der letzten Woche, die ich da einmal gezeigt hatte. Und zwar hat das folgenden Grund, die hat mir einen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich entschieden habe, jetzt 10 neue Positionen zu besparen. Grün markiert sind hier die Positionen, die im Grunde schon voll sind, beziehungsweise beim Ranking Tower fehlt noch ein bisschen was. Da liegt das Geld aber im Grunde auch schon beiseite. Dann haben wir hier noch ein bisschen orange markiert. Aktien, die momentan relativ hoch bewertet sind, wo es nicht so wirklich lukrativ ist. Einmal Käufe zu tätigen wie eine Coca-Cola, Diageo, eine Microsoft, Pepsi oder auch eine Waste Management. Bei der Microsoft kann man sicherlich nochmal drüber diskutieren. Die anderen aber momentan relativ hoch bewertet und dann bleibt nicht mehr so viel übrig, wo ich einmal Käufe tätigen könnte. Das ist der MSCI World, der Small Cap ETF, die Talanx, die okay bewertet ist, aber auch nicht wirklich günstig, vor allem wenn man sich das aktuelle Marktumfeld mal anguckt, wie da so manche Aktien bewertet sind. Dann eine T. Rowe Price, die sicherlich in die Kategorie fällt, wo man nachkaufen könnte, weil hier doch ordentliche Kursabschläge waren. Und eine Unilever, die ja schon relativ lange auf dem aktuellen Kursniveau herumdümpelt, was durchaus lukrativ ist, wenn man an Unilever glaubt, aber jetzt auch nicht so gravierend wie andere Aktien da abgestürzt ist. Dann kriege ich noch eine Dividende, 107 Euro sind es mittlerweile aufgrund des schwachen Euros, wird das immer mehr, was natürlich sehr schön ist. Auf der anderen Seite, ganz hier vorne einmal habe ich notiert, was ich so an Sparpläne am Laufen habe, was nur noch 235 Euro sind. Das heißt, ich investiere neues Geld, knapp 120 Euro noch, 130 Euro. Und dementsprechend habe ich gesagt, gut, ich mache neue Positionen auf und bespare die auch erstmal alle mit 10 Euro, um das Depot ein bisschen breiter aufzustellen. Und halt auch in Unternehmen zum Teil, die stark abgestraft wurden, aber durchaus lukrative und interessante Geschäftsmodelle haben. Da kommen wir nochmal zum zweiten Punkt. Wenn man mein Depot sich anschaut, dann sieht man, dass die größeren Positionen, die ich halt schon voll gemacht habe, logischerweise auch eine relativ hohe Gewichtung haben. Und dem wirke ich jetzt ein bisschen entgegen, dadurch, dass ich neue Positionen mit aufnehme, die mit 10 Euro bespare, relativ gering. Aber so habe ich dann auch die Möglichkeit, ja, wenn ich Lust habe zu verkonsumieren, dann habe ich reichlich Geld zum Verkonsumieren. Aber ich kann halt auch einmal Käufe tätigen, was dann noch am Ende des Monats übrig bleibt und dann gezielt die einzelnen Positionen weiter und größer ziehen. Ja, und dann auch mal ein Blick in den Aktienfinder, welche Werte es sind, die ich mir da rausgesucht habe. Und es ist ein bunter Mix, zum Teil aus Altbekannten, die ich herausgeschmissen habe im Rahmen meiner Wohnungsfinanzierung, die ich gerne wieder in meinem Depot haben möchte. Einige Dividendenertragstitel, aber halt auch die momentan durchaus lukrativ bewerteten Titel, die die Dividenden ordentlich steigern. In die zwei Lager kann man es, denke ich, ganz gut aufteilen. Und zwar einmal die Hälfte mit Dividendenertrag besteht aus AT&T, Main Street Capital, Münchner Rück, Shell und Stuck Industrial, die auch mit netten Dividendenrenditen zum Teil daherkommen. Bei AT&T ist mir natürlich klar, dass die Dividendenrendite nicht diese 9,18% beträgt. Da wurden ja Dividendenkürzungen angekündigt im Rahmen des Spin-Offs. Das ist mir bekannt. Dementsprechend habe ich das in meiner Entscheidung berücksichtigt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Titel, die mit Dividendenwachstum durchaus überzeugen können und wo es halt diese stärkeren Kursrückgänge gab. Und das ist einmal die BlackRock, dann Domino's Pizza, Home Depot, Starbucks und Union Pacific, die ich mir da ins Depot holen möchte. Und ich würde die Titel jetzt einmal kurz anhauen, warum, wieso, weshalb ich mich für diese unterschiedlichen Unternehmen da entschieden habe. Ja, am Start steht halt AT&T. Grundsätzlich finde ich da, was das Management macht, sehr interessant, dass man wieder zurück zum Ursprünglichen kommt, Warner Brothers ausgegliedert hat. Das finde ich sehr schön, weil ich finde, diesen Streaming-Wettkampf, den es da gibt, es ist ein hart umkämpfter Markt. Es ist sehr schwierig, man muss viel Geld investieren, was AT&T nun mal eher nicht hat. Also sie generieren unheimlich viel Geld, aber sie haben halt auch unheimlich viele Schulden. Und ja, im Rahmen der Ausgliederung kommt man hier Schulden abbauen, sein Geschäft wieder auf ein, zwei konzentrieren. Und auch die Kürzung der Dividende finde ich sehr gut,
weil damit einfach mehr Geld im Unternehmen gehalten werden kann und wird und man das dann in den Netzausbau steckt oder stecken kann. Ich hoffe, man macht das auch. Es wird zumindest angekündigt, dass das geplant ist. Und dadurch könnte AT&T dann wieder zu Kundenwachstum kommen und das Unternehmen wieder an Wert gewinnen und dann zukünftig die Dividenden wieder erhöhen. Von daher finde ich das durchaus spannend. Ob das alles so klappt und funktioniert, ist natürlich eine andere Sache. Ja, aber den eingeschlagenen Weg finde ich erstmal gut. Dann haben wir als nächstes einmal BlackRock. Ich glaube, zu BlackRock braucht man nicht so viel sagen. Der größte Vermögensverwalter der Welt. Ja, bekannt durch iShares, durch die ETFs. Man sieht es, die Gewinne gehen nach oben, die Dividenden gehen nach oben. Momentan mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite von 2,75%. Bei dem Wachstum, was da vorherrscht, kann man nichts sagen. Und man sieht es, wenn man hier auch einmal rüberspringt in den Fernwert, dass der Kurs hier ordentlich zurückgekommen ist. Ich hatte ja schon mal eine Aktie, die ich irgendwo bei $800, meine ich, verkauft habe. Dementsprechend ist man jetzt auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Und ja, es ist ein solides Geschäftsmodell. Ich denke, die Umsätze werden hier auch weiter steigen und die Gewinne ebenfalls, so wie es von den Analysten erwartet wird. Und dementsprechend wird man auch in der Lage sein, die Dividende weiter zu erhöhen. Als nächstes haben wir dann Domino's Pizza, Lieferservice für Pizzen, wie der Name schon verrät. Und das ein durchaus erfolgreicher. Man hat sich ja von Anfang an als Kerngeschäft darauf konzentriert, Pizzen auszuliefern und nicht so sehr das Ganze in den Stores herzustellen und dort ja wie ein Restaurant zu betreiben. Dadurch sind die Stores sehr klein, man braucht relativ wenig Personal in den Stores selber. Und ja, erzielt durchaus interessante Margen und man sieht hier unten auch die Gewinne. Die sollen weiter ansteigen und das soll in den nächsten Jahren so weitergehen. Und ein bisschen weiter unten sieht man allerdings auch schon, man arbeitet mit einem kräftigen Hebel, was natürlich auch ein ordentliches Risiko ist. Allerdings in den gesamten letzten Jahren Domino's ja, sehr profitabel, hat einen hohen freien Cashflow und eine ja, ordentliche Tilgungskraft im Verhältnis zu den Schulden. Ist das natürlich nochmal ja, mit einem kleinen Fragezeichen versehen, weil es würde schon einige Jahre dauern, um diese Schulden auch zu tilgen. Daher ist der Kurs jetzt auch ordentlich zurückgekommen. Die Refinanzierung dürfte für Domino's teurer werden. Nichtsdestotrotz aufgrund dessen, dass man diesen freien Cashflow hat und das in den nächsten Jahren tendenziell auch mehr werden soll, sehe ich Domino's noch recht solide aufgestellt, vor allem anhand der aktuellen Bewertung. Die Dividendenrendite noch relativ klein mit 1,15%, aber in den nächsten Jahren soll es mit den Dividendensteigerungen weitergehen. Und deswegen habe ich mir das Unternehmen auch als weitere Position ins Depot geholt. Wer sich hier noch genauer schlau machen will, den kann ich nur Abilitator ans Herz legen von dem Jonathan Neuscheler. Da ist eine relativ ausführliche Analyse zusammengeschrieben worden. Ja, die qualitativ einfach hervorragend ist, wo ich mich auch immer bediene, um mir die ersten Informationen zu holen, wenn es da um Unternehmen geht, die mich interessieren. Dann geht's als nächstes mit Home Depot weiter. Hier haben wir auch ein sehr interessantes Unternehmen, was gerade in den letzten Jahren im Rahmen Corona profitieren konnte, jetzt auch ordentlich zurückgekommen ist. Wenn man sich den Kurs mal anschaut, gab es hier einen ganz schönen Abfall. Nicht ganz so stark wie bei anderen Titeln zugegeben, aber von über $400 auf unter 300 ist man zurückgefallen. Das finde ich jetzt wieder deutlich fairer bewertet und dadurch kriegt man auch eine ganz ansehnliche Dividendenrendite von momentan 2,33%. Die Gewinne und die Umsätze in den nächsten Jahren sollen weiter steigen, was natürlich immer sehr schön ist. Die Verschuldung ist auf einem vernünftigen Niveau, durchaus nicht niedrig, aber jetzt auch nichts, was ein ja, gravierend Sorgen machen müsste, besonders wenn man mal schaut, 7 Milliarden hat man an Tilgungskraft, 1,3 Milliarden zahlt man für die Schulden, also da ist ordentlich noch Spielraum vorhanden. Dementsprechend denke ich, wird das hier weiter so vorwärts gehen. Man hat einen tierischen Bockgraben, dadurch, dass man halt diese riesige Anzahl an Stores mittlerweile hat und auch im Einkauf deutlich besser verhandeln kann, weil man halt viel größere Abnahmemengen hat im Vergleich zu der Konkurrenz. Und das sind halt so Alleinstellungsmerkmale, die Home Depot hat. Und dies auch für neue Marktteilnehmer so gut wie unmöglich macht, am Markt zu bestehen, wo man entweder auf Margen verzichten müsste und kein besonders profitables Geschäft hätte oder aber halt höhere Preise ansetzen müsste. Und das ist natürlich nicht sehr lukrativ. Dementsprechend ja, sehe ich Home Depot hier sehr gut aufgestellt, auch für die Zukunft. Auch wenn das aktuelle Umfeld schwieriger werden dürfte für Home Depot,
durch die gestiegenen Rohstoffe und Gehälter, wie es halt bei den meisten Unternehmen ist, die jetzt abgestraft worden. Mittel- und langfristig ist das Unternehmen aber sicherlich sehr gut aufgestellt. Ja, als nächstes geht's weiter mit einem Cash-Lieferanten und das ist Main Street Capital. Hier natürlich ein ausschlaggebendes Argument, die hohe Dividendenrendite von 6,15%. In den letzten Jahren hat man es in der Regel auch immer geschafft, die Dividende leicht zu steigern. Während Corona gab es jetzt einen kleinen Rückgang, die Sonderdividende wurde gestrichen. Aber auch in den nächsten Jahren soll das dann wieder bergauf gehen mit der Dividende. Was ist ansonsten zu sagen? Main Street Capital, ein BDC, eine Business Development Company. Das heißt, man investiert in kleinere oder mittelständische Unternehmen, kauft dort Anteile oder stellt halt einfach Kredite zur Verfügung. Und ja, grundsätzlich entwickelt man sich hier sehr gut bei Main Street Capital, weil häufig bei diesen BDCs nur die Dividende hängen bleibt. Wenn man in den Kursverlauf einmal reinschaut bei Main Street Capital, gibt es auch ein bisschen was an Kursentwicklung. Die eine Hälfte kommt aber von den Dividenden, die andere Hälfte ist dann halt die Kursentwicklung. Und deshalb habe ich hier Main Street Capital als weiteren Cashflow-Lieferanten mit ins Depot aufgenommen. Dann geht's weiter mit der Münchner Rück, ein Tanker im deutschen Versicherungsgeschäft. Meine Allianzposition ist ja jetzt erstmal voll und die Münchner Rück ist so die zweite richtig große bekannte Versicherung, die international tätig ist. Die größte Rückversicherung der Welt und in den nächsten Jahren soll das auch sehr ordentlich weiterlaufen. Die Gewinne sollen weiter steigen, die Dividenden sollen weiter angehoben werden. Und ich hatte auch kurz überlegt, schaue ich mich bei meinem nächsten Versicherungsunternehmen international um. Aber da sind wir in Deutschland so gut aufgestellt, haben so tolle Unternehmen in der Versicherungsbranche, dass ich hier in Deutschland geblieben bin und mir die Münchner Rück zukünftig mit ins Depot legen werde. Auch ein relativ solides, langweiliges Geschäftsmodell. Man profitiert sicherlich davon, dass jetzt die Zinsen steigen, weil diese Versicherungen halt gezwungen werden, einen Großteil ihres Geldes relativ sicher anzulegen, sprich in irgendwelche fest verzinsten Sachen. Dementsprechend hilft das natürlich, wenn es da jetzt wieder ein bisschen Geld gibt. Auf den Magen drückt natürlich die Inflation, weil die Realrendite ist dann weiterhin negativ. Die Frage ist, wie lange bleibt dieses Umfeld so extrem? Oder kippt die Inflation gegebenenfalls demnächst und bleiben die Zinsen dann trotzdem noch ein bisschen höher? Als grundsolider Titel im Depot sicherlich kein Problem. Und netterweise auch gut zurückgekommen, die Münchner Rück. War schon bei 280 Euro, dann ging es ordentlich bergab. Ich vermute, hier ist auch schon der Dividendenabschlag mit drinne, weil die müssten jetzt eigentlich auch die Dividende ausschütten im Mai, falls sie es nicht sogar schon im April getan haben. Und dementsprechend auch momentan auf einem recht lukrativen Niveau bewertet. Und mit knapp 5% Dividendenrendite kriegt man hier ordentlich was. Zusätzlich halt die regelmäßigen Steigerungen und deshalb eine tolle Ergänzung in meinem Versicherungsbereich. Dann geht's einmal weiter mit Shell. Rohstoffe habe ich aktuell gar nicht im Depot. Dementsprechend wird es da auch mal wieder Zeit, was zu tun. Shell hatte ich ja auch schon mal im Depot. Wie einige andere Titel halt im Frühjahr abverkauft aufgrund der Wohnung. Nichtsdestotrotz ist Rohstofftitel ein wichtiger Bereich, den man im Depot haben sollte. Gerade in den inflationären Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade bewegen, ist das durchaus interessant. Der Ölpreis momentan extrem hoch, dementsprechend sprudeln die Gewinne bei Shell und allen anderen Ölmagnaten, die es da so gibt. Man sieht es hier hinten, die Tilgungskraft 21 Milliarden, das ist gigantisch, was man da zur Verfügung hat. Die Dividende mit 3,44%, durchaus attraktiv. Und der faire Wert ist jetzt auch noch nicht irgendwie sonst wohin gelaufen. Also mit 28 Dollar ist das noch in einem ganz guten Bereich. Wenn man mal guckt, hier in den Vorjahren war es bei 31, hier mal bei 27 Dollar. Und in diesem Zeitraum war der Ölpreis von 2019 bis 2015 deutlich niedriger in den Zeiträumen, wo der Ölpreis höher war, noch ein bisschen höher teilweise als jetzt aktuell, wurde die Aktie auch deutlich höher gehandelt mit bis zu 43 Dollar, im Schnitt so um die 34, 35 Dollar. Also da ist sogar noch ein bisschen Luft, was den Kurs angeht. Dementsprechend nehme ich mir die Share jetzt mit ins Depot, versuche da noch ein bisschen von zu profitieren, werd hier aber ganz genau drauf gucken, weil der Rohstoffbereich ein sehr, sehr zyklischer ist, dass ich nicht zu viel bezahle für diese Aktie. Der 10-Euro-Sparplan macht da jetzt noch nicht die Welt aus, aber gerade bei Einmalkäufen
werde ich hier sehr vorsichtig auf jeden Fall unterwegs sein, beziehungsweise versuchen, die möglichst schnell zu machen, damit, wie gesagt, ich bei dem aktuellen Kursniveau, was ich noch für sehr fair halte, das auf jeden Fall gemacht wird und nicht später, falls der Kurs jetzt weiter davonläuft. Ja, dann geht's weiter mit einem Read. Ich habe schon einige im Portfolio, Stuck in Dust, wie soll auch wieder mit reinkommen. Ich finde, das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt. Man arbeitet an der Ausschüttungsquote, die ist in den letzten Jahren stark reduziert worden und soll auch weiter bergab gehen. Zeitgleich sollen die Funds from Operations halt steigen, die Dividenden sollen leicht steigen und in der näheren Zukunft dann auch immer schneller steigen. Also, dass die Ausschüttungsquote aber trotzdem auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten wird, zumindest für einen REIT, was ich sehr schön finde, dann bleibt viel Geld im Unternehmen, man braucht nicht ganz so viele Aktien vielleicht ausgeben, um halt neue Investments zu tätigen. Und auch die Verschuldung ist für einen REIT sehr schön, relativ gering im Vergleich zum Kapital, was man im Unternehmen hat, zum Kernvermögen. Und das Wachstum ist hier auf jeden Fall intakt. Was man natürlich beachten muss, ist der Logistikbereich. Wenn die Wirtschaft nachlässt, werden auch nicht mehr ganz so viele Logistikhallen benötigt, weil nicht so viele Waren verschifft werden etc. Ganz heftig war es ja 2008 zuletzt. Da war Stuck Industrial jetzt noch nicht an der Börse. Zumindest sind hier noch keine Daten ersichtlich. Der größte Anbieter der Welt, Prologis, die diese Logistikhallen auch sehr viel betreiben, die hatten da doch massiv zu kämpfen, hatten da die Dividende auch kürzen müssen, aber haben sich seitdem auch sehr gut erholt. Das heißt, es kann hier auch kurzfristig mal reinhauen, falls es weltweit zu einer stärkeren Rezession kommt. Aber längerfristig lässt sich das Geschäft trotzdem finanzieren. Man hat immer noch die Immobilien und wenn die Wirtschaft dann wieder an Fahrt aufnimmt, dann ist das Geschäftsmodell auch weiterhin wieder sehr lohnend. Ja, dann geht's weiter mit einem der Wachstumsunternehmen, die ich mir ausgesucht habe und das ist Starbucks. Es ist schon ordentlich groß mit aktuell 83 Milliarden Marktkapitalisierung. Das war auch schon mal deutlich mehr, weil wenn wir einmal direkt zum Start auf den Kurs gucken, sehen wir, der ist ordentlich zurückgekommen von im Hoch 125 US-Dollar auf jetzt nur noch 74 US-Dollar. Also das Unternehmen ordentlich abgestraft worden. Das hat unterschiedliche Gründe. Das Management hat hier jetzt gewechselt. Vorher wurde ja wirklich viel dafür getan, dass die Earnings per Share möglichst schnell, möglichst hoch getrieben worden. Man hat Aktien zurückgekauft, man hat mit einem hohen Hebel gearbeitet und der jetzige Manager, der auch schon mal bei Starbucks dabei war, hat gesagt, das wird wieder ein bisschen zurückgefahren. Man will hier mehr auf die Qualität, auf gesundes Wachstum achten, dass die Mitarbeiter gerne und motiviert bei dem Unternehmen arbeiten. Also hier gibt es so einen kleinen Umschwung. Aber die Marke Starbucks ist natürlich gigantisch, was sie dort umgesetzt haben. Ich meine, in den USA ist es halt der Inbegriff für Wohlstand. Also viele Leute kaufen sich einen Starbucks-Kaffee, damit sie mit einem Starbucks-Becher rumlaufen können. Das muss man erstmal schaffen mit einem Produkt wie Kaffee. Von daher gehe ich auch davon aus, dass hier das Wachstum weiter intakt bleiben wird. Man hat relativ viele Schulden aktuell, was natürlich in dem momentanen Umfeld auch zu beachten ist, wie bei vielen anderen Titeln, die halt abgestraft wurden, wie ich es auch schon ein, zwei Mal erwähnt habe. Nichtsdestotrotz erwirtschaftet man ja auch schon plus ordentlich Geld, hat also die Möglichkeit, diese Schulden auch zu tilgen. Hinzu kommen natürlich die Lohnkosten, die extrem steigen bei Starbucks. Auch die Rohstoffkosten steigen bei Starbucks. Also man hat hier auch schon ein bisschen zu kämpfen. Trotzdem denke ich, dass die Marke so stark ist, dass die ohne Probleme da durchkommen wird. Das wird das Ganze vielleicht ein bisschen verlangsamen. Man sieht es auch, die Gewinne sollen zurückgehen dieses Jahr auf in Anführungsstrichen nur noch 3 Dollar je Aktie von 3,50 Dollar. Also das ist auch schon recht ordentlicher Rückgang, aber auf langfristige Sicht soll das Ganze dann wieder besser aussehen und deshalb habe ich auch hier einen Sparplan eröffnet. Ja, und dann kommen wir zum letzten Titel, den ich mir rausgesucht habe. Und das ist auch wieder ein relativer Langweiler, würde ich mal sagen, auch aus dem Logistikbereich mit Union Pacific und zwar eine Eisenbahngesellschaft, eine der größten der Welt. Und als Europäer oder gerade als Deutscher finde ich es tatsächlich immer schwierig, sich mit diesen Gedanken anzufreunden, dass man mit Eisenbahn richtig Kohle machen kann. Man hat halt immer die Deutsche Bahn vor Augen, wo halt irgendwie gar nichts läuft, gefühlt. Zumindest wenn man jetzt an den Personenverkehr denkt. Und Union Pacific ist halt hier ein
ganz anderes Konstrukt. Der Kontinent, die USA, das Land ist halt viel, viel größer. Die Strecken, die zurückgelegt werden müssen, sind gigantisch. Dementsprechend ist es unheimlich lukrativ, Waren mit der Bahn zu transportieren und nicht auf einzelne LKWs zu laden und da von A nach B zu gurken. Und der Burggraben, den Union Pacific hat, ist natürlich gigantisch, weil das Schienennetz gehört ihnen selber. Und niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, komm, ich investiere hier mal Unsummen, um parallel ein zweites Schienennetz aufzubauen. Das macht halt gar keinen Sinn. Deswegen ist der Burggraben auch bei diesem Unternehmen gigantisch. Man hat mehr oder minder keine Probleme, die steigenden Kosten dann weiterzugeben an die Leute, die den Transport der Waren haben möchten, an die Hersteller oder an die Produzenten. Dementsprechend ist man auch relativ gut inflationsgeschützt und man sieht es hier auch an den Grafiken. Die Gewinne sollen weiter stark steigen, die Dividenden sollen steigen, die Umsätze und Margen sollen ebenfalls weiter steigen. Zudem kauft das Unternehmen Aktien zurück und das gar nicht mal so wenig, sondern relativ stark. Also durchaus interessant, Union Pacific, und auch die Dividendenrendite von knapp 2% momentan durchaus interessant. Man sieht es auch hier ist das Unternehmen ein bisschen zurückgekommen, aber immer noch auf einer natürlich sehr hohen Bewertung, weil der Burggraben und das aktuelle Umfeld halt relativ sicher sind für Union Pacific oder sie damit deutlich besser klarkommen als andere Unternehmen, und das ist daher der 10. Sparplan, den ich jetzt neu erstellt habe. Ja, insgesamt kommt man damit auf 10 Titel, 10 Euro sind 100 Euro, die ich jetzt wieder zusätzlich investieren werde, womit ich jetzt knapp 200 Euro pro Monat wieder in mein Depot schießen werde, plus halt den ein oder anderen Eimerkauf, der dann dazukommen wird, und die Position dann Step by Step größer ziehen möchte. Klar, es ist sehr US-lastig, das sieht man hier nochmal, aber die US-Wirtschaft ist halt auch super stark, hat tolle Unternehmen, und sowas wie eine Union Pacific jetzt einfach mal als Beispiel gibt es hier nicht, aber auch eine Starbucks oder auch eine Domino's, die weltweit aufgestellt sind, wo man ja nicht quasi nur in die USA investiert, sondern halt in alle Länder, wo sie vertreten sind. Ja, und das war's dann auch soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like oder auch ein Abo für den Kanal da. Verfolgt weiter meine Reise, wie ich mich an der Börse schlage. Und dann schaut gerne nächste Woche wieder rein. Zum Abschluss einmal der Hinweis, meine Videos stellen keine Kaufempfehlungen dar und sind auch keine Anlageberatung. Und natürlich können meine Videos auch Fehler enthalten. Macht euch daher unbedingt weiter selber schlau. Ihr seid für eure Entscheidungen selber verantwortlich.